Liebe Spaßgesellschaft, ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Prey. Wir sind im Frachtraum, haben jetzt hier allerdings mehr Gegner als erwartet. Deswegen frage ich mich gerade, wo Dr. Ikwe stecken könnte. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Phantom, was auf uns wartet. Und da hinten glaube ich direkt das nächste gesehen zu haben. Jawohl, zwei Phantome. Ach, da oben. Moin, Austin, du coole Sau. Austin, cool. So, wen mache ich zuerst? Dr. Yu, morgen! Hier oben, Officer Cool! Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde. Wir müssen auf den Laufsteg, wir bringen sie rein. Ja, schon klar, aber. Nein, och, ich habe irgendwie schon viele Schüsse abbekommen und noch gar nicht wirklich darauf geachtet, wie viel Leben ich verloren habe. Tja, das lief jetzt natürlich nicht ganz so optimal. So, gut. Dr. Yu, morgen! Hier oben, Officer Cool. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg. Wir bringen sie rein. Gerne, gerne. So, ich wollte den nur eben markiert wissen. Haben wir noch jemanden in der Nähe? Ich hoffe nicht. Na, wo ist er hin? Ja, wo ist er denn? Ach, ein Geschütz habe ich hier stehen. Das ist doch mal vorzüglich. Liebes Geschütz, tu dein Schlimmstes. Kommt er nicht dran, toll. Gut, dann nehmen wir dich mal mit. So, wir stellen dich einfach mal hier hin. So, ich muss da eben mein Medikit einwerfen und direkt nochmal Chips fressen. So, eine Sorge weniger. Bleibt nur noch Captain Galvanic Phantom. So, geht doch. Dann hätten wir auch dich jetzt platt gemacht. Und kriegen wunderschönes Material aus dir heraus. Sehr schön. Aber da hinten ist noch das eine Phantom, das wir angeschossen hatten. Oh, Energieversorgung ist offline. Das ist nicht schön. Was soll denn diese Gaswolke hier? Nicht mit Commander, Schätzelein. Nicht mit Commander. Ja. Juhu! Ja, ich erinnere dich gerne daran, dich niemals mit mir anzulegen. Diese PPN-8er könnten auch Wasserpistolen sein. Die Wirkung wäre die gleiche. Das stimmt so ziemlich. Wie kriegen wir denn jetzt die Energieversorgung wieder online? Aber Moment, ich habe da unten gesehen. Da ist ein Operator Dispenser. Ach Mist, der hat auch keinen Saft auf der Spritze. Na gut, okay, aber da hinten, da war noch so eine Kiste. Und die möchte ich mir doch ganz gerne mal anschauen. Och, guck an, hier haben wir sogar noch ein bisschen Zeug liegen. Schön. Und noch mehr Zeug. Ach, Ashlaser. Schrotflinte-Fabrikator. Oh, die brauche ich ganz dringend. Naja, man will ja nicht mehr, ne? Geschenkter Gaul und so. Ja, korrodierte Spule, schön, schön, schön.
Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns endlich mal zu Dr. Icke und hören uns mal an, was der gute Herr uns zu sagen hat. Juhu, Versand und Eingang. Willst du nicht mal die Tür wieder zumachen, nur so zur Sicherheit und so? Eine Notiz. Schicken Sie jemanden mit einem Schneidbrenner vorbei. Wir müssen diese Frachtkäfige aufkriegen und herausfinden, was darin für Vorräte sind. Sarah, ja, gute Idee. Das gucken wir uns gleich an. Wir reden erstmal. Ich habe gehört, dass Dr. Igwe in einer Frachtkiste außerhalb des... Dr. Igwe hatte Glück. Sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, als wir alle hier. Da sind ja ein paar Gegner. Hallo. Okay, das ist blau, das heißt, da werden wir definitiv nicht reinkommen, würde ich mal vermuten. Chief Ellison möchte bestimmt mit Ihnen reden. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wir schauen uns aber vorher hier einmal ganz kurz um. Mehr kaputte Festplatten, sehr schön. Oh, ein Medikit, das ist doch mal nett. Hallo. Haben wir noch was? Ach ja, da hinten war ja noch der Wächter und ich glaube, Stufe 2, da könnten wir uns auch mal eben reinhacken. Wenn wir das dann schaffen. F. Und C. Mein Gott, der Hack war jetzt wirklich sehr einfach. So, 3 E-Mails. Außentür verschließen. Von Mikaela Ilyushin an Gus McGill. Mr. McGill, wir haben sicherheitshalber alle Elektronik deaktiviert, die zum Öffnen der Außentür von Frachtraum B benötigt wird und die Tür zusätzlich verschweißt. Wenn dieser Frachtraum ausschließlich der Lagerung dient, wollen wir sichergehen, dass er nicht versehentlich geöffnet wird. Es ist praktisch unmöglich, den Öffnungsmechanismus der Tür wieder voll funktionsfähig zu machen. Vielen Dank. Hey Anders, Moment. Genau, von Anders Klein an Gus McGill. Okay, das ist die Antwort dazu. Hey Anders, hab deine Nachricht wegen der verpatzten Lieferung erhalten. Ich habe einen Technik-Operator losgeschickt und was Komisches ist passiert. Laut Telemetrie ist er angeblich in ein energetisches Raster geraten. Solche Messwerte habe ich noch nie gesehen, vielleicht ein Nebeneffekt von einem Psychotronik-Experiment? Jedenfalls kam der Operator durch und konnte auch mit der Untersuchung beginnen, aber kurz danach hat er nicht mehr reagiert. Ich muss einen Menschen einen Blick drauf werfen lassen, aber unsere Leute sind mit einem kritischen Treibstofftransport beschäftigt. Sobald der durch ist, schicke ich jemanden los, der sich die Sache ansieht. Danke. Yo, was gefunden? Na, wie redest du denn, mein Gott? Yo. Oh, lange E-Mail von Garrett Wildman an Gus. Es gab eine Explosion in Frachtraum A. Die Außentüren sind beschädigt. Alle Schotten wurden automatisch versiegelt, aber ein paar meiner Leute werden noch vermisst. Dr. Igwe aus der Psychotronik war im Frachtraum und ist auch verschwunden. Ekaterina behauptet, eine fliegende Kugel sei zum Container mit dem Chlortrifluorid geschwebt und dort explodiert. Vermutlich eine Art statischer Entladung, aber eigentlich waren alle Dämpfer aktiviert. Kurz danach gab es Folgedetonationen im Treibstofflager. Das konnte ich allerdings versiegeln und niemand hat sich dort aufgehalten. Irgendwas stimmt hier nicht, niemand ruft mich zurück. Melden Sie sich, sobald Sie diese Nachricht erhalten haben. Ich schicke den Rest meiner Leute sicherheitshalber in die Lebenserhaltung. So, jetzt haben wir es gelesen. Dann ist auch gut. Zweite Etage und was, wo geht's hier lang? Oh, da ist ein Außenbruch und was Verschlossenes. Oh, da will ich erstmal nicht rein. Gut. Gehen wir erstmal hoch und schnacken mal ein Ründchen. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Ah, da hinten ist Dr. Igwe. Komm, reden wir erstmal mit Dr. Igwe und hören mal, was er uns zu sagen hat. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätten Sie mich erwischt. Danke. Ja, bitteschön. Oh, so viel zu essen. Von diesen Dingern kontrolliert zu werden. Es war, als würde ich mir zusehen, aber meine Stimme, sie war in mir gefangen. Ich wollte schreien, aber nicht mal das ging. Es fühlte sich an, als würde ich ertrinken. In mir selbst. Ich habe gehört, dass ein paar andere Sicherheitsleute, Teak, Rammer, sie haben es nicht geschafft. Mhm. So, wer bist du? Morgen? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten.
Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Elle, Officer Rose, kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich? Es muss einen Weg hier rausgeben. Tja, hast du schon mal mit schlechten Handwerkern gearbeitet? Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das ist natürlich schlecht. So, wir schauen mal hier. Gerald Wildman. Moment. Von... Achso, das ist die... Hier oben, das ist nur die Antwort. Okay. An Enoch. Was ist das denn für ein Name? Egal. Guten Morgen. Vorhin ist das Transportshuttle mit der Lieferung Chlortrifluorid eingetroffen. Sie wurde abgeladen und wartet nun in Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit den entsprechenden Verhaltensprotokollen vertraut. Ja, danke. Verhaltensprotokollen vertraut. Sie werden nämlich die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, was Chlortrifluorid anrichten kann, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Fragen Sie einfach ihn auch. Gehen Sie nach Protokoll vor und alles wird gut. Sobald die Lieferung gesichert ist, können Sie sich den Rest Ihrer Schicht freinehmen. Gern geschehen. Warum der traurige Smiley dann? Dr. Iqwes vorübergehende Versetzung. Mr. Wildman, Dr. Dio Iqwe wird vorübergehend... Dinger hergekommen. Mädel, sei ruhig, ich lese gerade was vor. Wird vorübergehend Ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen und Kontakt mit dem Frachtraumpersonal zu vermeiden. Ich möchte, dass er sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er untersteht mir persönlich. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte an mein Büro. Vielen Dank. Dr. Sylvian Bellamy. Notiz, innerhalb von 6 Stunden nach Vorfall auszufüllen. Datum, Zeit, Ort, Treibstofflager, Unfalldetails. Der Unfall ereignete sich während eines Treibstofftransports. Die Explosionsschutzwände hielten stand. Sie sind nun geschlossen und der Schaden eingedämmt. Wir haben im Inneren aber Besatzungsmitglieder verloren. Der Strom verschiedener Frachtsysteme ist ausgefallen. Ich kriege nicht die nötigen Ressourcen, um reinzukommen. Alle sind beschäftigt. Keine Ahnung, warum ich das hier ausfülle, aber ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Die Talos fällt auseinander. Aha, bisschen verzweifelt der Gute, wa? Ach, guck an, da haben wir noch einen Apfel. Haben wir hier noch was an Schränken? Ah, hier ist die obere Ebene. Schön. Wenn ich doch nur die Stromversorgung rechtzeitig erreicht hätte. Ach, Mädel, gib doch mal Ruhe. Dr. Yu, ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Iqwe. Dio Iqwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Das verstehe ich nicht. Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, was das für ein Plan war. Ich habe keinen Platz mehr für eine Neuromod, das kann ja wohl mal gar nicht sein. Futtern wir mal Banane und Apfel und schon habe ich Platz. Hast du noch was zu sagen? Die Mikrogravitation bringt mein Gleichgewicht durcheinander. Ich muss mich nach dem Rollen meiner Kiste festhalten. Ich konnte es spüren, das Drehen. Mein Magen hat sich mitgedreht. Ich hatte noch nie solchen Schwindel und Platzangst. Eine bestimmte Neuromod könnte da Abhilfe schaffen. Hör ich da ein bisschen Mimimi? Aber gut, dann Mimimi, du mal weiter vor dich hin. Weiß nicht, ob Wiggy, Dr. Iqwe es bei uns besser hat. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. So, ach, guck an. Okay, jetzt noch ein Recycler hier und die anderen beiden Operator, das wäre richtig tüfte. Aber wir holen uns erstmal den Medizin-Operator. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Alles erledigt. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. So, wir sammeln mal eben ein, was wir noch einsammeln können. Sonst ist hier nichts. Mehr kaputte Festplattenlaufwerke. Gut, da kommen... Ah, Moment, das ist vielleicht die Bereichskarte.
Ja, die laden wir uns doch mal direkt herunter. So, schön, 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 schön. Da waren wir schon. Aha. Guti, guti. Ach, da ist die Frachtraumenergie. Gut, dann wissen wir ja schon, wo wir gleich hin müssen. Jetzt reden wir aber erstmal mit Madame Schnuffelpuffel. Morgan Yu. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt, zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher, und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben, Morgan. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Mhm. Neuromod. Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscherfabrikatorplan, nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Okay. Dr. Ikwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Bisschen grantig, Gute. Geschützfabrikatorplan an dich. Der ist im Außenbereich. Und dann Geschütze platzieren. Okay. So, lauschen wir mal. Hey, was ist mit den Geschützen? Chief? Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Ich wollte mit Ihnen über unseren neuesten VIP-Besuch reden. Leitner, der Pianist. Chief, falls es Probleme gab, ich habe den Zeitplan geprüft. Den Dienstplan. Ich habe versucht, dass Ikwe nicht zu sehr er selbst ist. Chief, ich habe Leitner sogar seine Zigaretten besorgt. Sie waren fabelhaft. Leitner hat sie ausdrücklich erwähnt. Bei der nächsten Abrechnung erhalten Sie einen Bonus. Führen Sie Nicole mal schick aus, okay? Ja, Chief. Danke, Chief. Wir sitzen hier fest, aber das heißt nicht, dass wir hier nicht weg müssen. Wir brauchen diese Geschütze. So, bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldungen zu unserem Versorgungs- und Frachtpersonal erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Frachtpersonal der Talos 1 vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht. Machen Sie weiterhin so gute Arbeit. Ach genau, die Preiskarte, die haben wir ja schon. Und sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Wir schauen natürlich zur Sicherheit nochmal. Aber es sieht nicht so aus. So, ich brauche auf jeden Fall mal den Recycler. Moment, ich muss erstmal die Ziele gucken. So, Frachtraum B öffnen. Die goldene Waffe, Frachtraumverteidigung. Ja, ich würde sagen, Frachtraumverteidigung gucken wir uns mal an. Wo ist das? Frachtraum. Gut, wir kümmern uns mal um das Ziel, würde ich sagen. Diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht. So, was wollen wir als erstes machen? Strom an? Ich würde sagen, wir machen Strom an, denn dann haben wir hier den Recycler aktiv. Halte ich für so ziemlich das Sinnigste. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich da reinkomme. Ach, hier ist ja die Tür. Die ist aber zu. Tja, wie kommen wir da jetzt rein? Ich würde sagen, vermutlich da hinten irgendwo. Wir halten mal Ausschau nach einem Lüftungsschacht. Ach, den habe ich noch gar nicht geplündert, den Lümmel. Moment, haben wir irgendwas, was wir getrost wegwerfen können? Ach komm, wir futtern mal das eben. Dann haben wir auch ein bisschen Psi wiederhergestellt. Und dann können wir auch das Organ mitnehmen. Ja, ist ja gut.
Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. So, Treibstofflager, Doc. Kaputter Technik-Operator. Ach, guck an, da oben haben wir was. Nämlich, wer ist es? Diane Washington. So, für die Rohrzange reicht es leider nicht hier mit dem Inventar. Schade. Moment, wartet mal. Wir haben doch. Nein, dafür reichen. Oh, ein Neuromod fehlt. Verdammt. Okay, dann warten wir noch, bis wir einen Neuromod finden und dann erweitern wir endlich mal unser Inventar, denn das nervt mich tierisch und dadurch ist mir schon einiges, glaube ich, an Rohstoffen flöten gegangen. Oh shit, okay, das funktioniert auf keinen Fall. Alter, wie soll ich denn da durchkommen, bitte? Okay, Moment. Ich weiß gar nicht. Ich gucke erstmal, ob ich hier hinten das irgendwie abdrehen kann. Vielleicht ist ja ein Hebel oder sowas. Nö, leider nicht. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Gut, dann müssen wir wohl oder übel. Warte mal, erstmal hier hoch. So, Moment. Ui, so, da haben wir doch zünftigst aufs Maul bekommen, leider. Ach, da ist der gute Gus. Hey Lane, hier ist Gus vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer, das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich habe alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja, kein Problem. Ein bisschen nervös, der Gute. Ausgesperrt, bis ich meine Daten aktualisiere. Wie wär's mit Reployer, Reployer als Passwort? Das vergesse ich nicht so schnell. Aha! So, jetzt haben wir doch ein bisschen Zeug, was wir futtern können. Wo wir auch kein schlechtes Gewissen haben müssen, weil es nicht verpufft oder so. So, wie kommen wir jetzt da vorbei? Ich würde sagen, hier rum. So. Und Sprung. Ich wollte gerade sagen, bestimmt lauert hier was auf uns. Boing, das war's mit dir. Noch eine Mimik hier? Nein, Gott sei Dank. So, dann würde ich sagen, Flamme an. Stromkreis passt, Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Wir brauchen Sie noch, also kommen Sie heil zurück, ja? Das habe ich vor, Schätzelein, aber erstmal will ich das machen, worauf ich schon die ganze Zeit sehnsüchtig warte, nämlich Recycle. Oh Moment, da unten ist ja auch noch ein Dingsbums-Operator, ein Technik-Operator. Den hole ich mir direkt auch mal. So, danke schön, mein Lieber. Dann wollen wir mal an unser aller Lieblingsgerät, den Recycler. Ja, rein mit dir, rein, rein, rein. Alles schön recyceln. Die Rohrzange, das auch. Und das. Morgen zum Schluss. Achso, der lässt sich recyceln. Gut. Moment, war da noch was? Nein. Ja, dann. Oh, das gibt viel Zeugs. Das ist schön.
So, das ist nämlich doch mal eine zünftige Ausbeute. Operator nähert sich. Dann ist jetzt die Frage, gehen wir da raus oder gehen wir erst hier hin? Nee, wir müssen... Kann ich hier überhaupt was machen? Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich muss wahrscheinlich hier jetzt erstmal ein paar Geschütze aufstellen. Hatten wir das schon? Ach, guck an, die Käfige. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Na guck, dann machen wir doch mal den Käfig auf. Und schauen mal nach, was hier für Zeug lauert. Ein Waffen-Upgrade, na das ist doch immer schön. Ach, guck mal, das erste Geschütz liegt hier schon. Eine Glue-Kanone. So, dann stelle ich das erste Geschütz um. Nein, halt. So, das erste Geschütz steht somit schon mal. Haben wir noch was hier oben oder so? Nö, anscheinend. Ah, da. Fast übersehen. Gut, dann machen wir auch mal... Käfig 1 hier dazu. Und wir machen Käfig 2 auf. Kommen wir da gar nicht durch? Okay, recyceln wir es direkt. So kann man sich auch den Weg freimachen. Ein Anzug. Oh, und da ist die lang ersehnte Neuromod. Geil. Jetzt können wir unser Inventar vergrößern. Können wir das nicht auch irgendwie nehmen? Nee, ne? Schade. Die Barrikade wäre mit Sicherheit auch schön gewesen, aber hat wohl nicht sollen sein, wa? Moment, da liegt noch was. Eine korrodierte Spule. So, Zeit für eine bessere Neuromod. Was ist das hier eigentlich? Techniker. So, erstmal den Anzug. Zack. Ah, guckt euch das an. Voller Inventarplatz. Ist das herrlich. So, bevor wir rausgehen, machen wir nochmal unser Inventar leer. Indem wir alles schön recyceln. Zack, zack, zack. Haben wir noch was doppelt? Nee, ne? Mein Gott, ich habe viele Anzug-Reparatur-Kits. Das finde ich gut. Dafür leider weniger Ersatzteile. Aber egal. So, das gibt doch mal eine zünftige Ausbeute. So. Was haben wir hier eigentlich? Container 33. Den heben wir mal an. Oh, schön. Das hat... Ah. Verdammtes Gift. Schwerer Fehler, Frachtaufzug 1 absenken. Ah, okay, so kommen wir da wieder hoch. Dann senken wir den schon mal ab. Und ihr Lieben, ich würde sagen, bevor wir rausgehen, mache ich meinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir uns den Fabrikatorplan besorgen. Ihr Lieben, bis dann. Tschüssikowski.